Und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Kerbel. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Wir wollen die Minmus-Station endlich mal da abliefern, wo sie hin soll. Und dafür müssen wir uns mal ein bisschen was angucken. Und zwar müssen wir mal gucken, wie schwer die Station ist. Und die wiegt im Moment 13,85 Tonnen, also knapp 14. Jetzt wollte ich nochmal nachgucken, in welchem Zustand wir die gerade haben. Und ja, wie euch vielleicht aufgefallen ist, habe ich die Solarpanels aus Versehen wieder mit nach Hause genommen. Die müssen wir also dann mal im letzten Anlauf noch mit hochnehmen, also die großen Solarpanels. Da hinten soll dann jetzt das Antriebsmodul ran. Das ist der Plan. Wir haben einen Piloten und einen Ingenieur drin. Wir haben genug Platz, also wir können nochmal gucken hier, ne? Minmus Orbital Station. Das Einzige, was eigentlich noch fehlt, ist, dass wir das Ding in Orbit von Minmus packen und dafür brauchen wir um und bei 900 Delta V, um hinzukommen und dann nochmal ein paar 100 Delta V, um abzubremsen. Ich sag mal ganz stumpf, 1500 Delta V sollten uns locker reichen. Und deshalb ist auch das Gewicht relativ wichtig, damit wir das raus eruieren können. So, da hinten wird es angepackt. Dann hätte ich gesagt, in dem Anflug nehmen wir dann gleich noch zwei Wissenschaftler mit, die an dem Ding hier ein bisschen Science betreiben können. Und vielleicht bauen wir sogar noch ein paar Science-Module mit ein. Da können wir jetzt gleich mal gucken, was haben wir denn am Minmus noch zu tun. Minmus Orbit. Nee. Space. So. Also, ach, wir können das ganze neue Zeug noch. Orbital Teleskop auf jeden Fall. Solar Particle Analysis. Okay, das geht alles noch. Das sollten wir dann auf jeden Fall auch mitnehmen, dass wir das im Labor prozessen können quasi. Also merken wir uns mal Solarpartikel und Orbital Telescope. So, die müssen auf jeden Fall mit. Nee, das wollte ich nicht. Halt, 1000 Sachen. Wieder aus. So. Gut. Und jetzt bauen wir mal. Also, Annahme sind 14 Tonnen und wir müssen ein Modul dafür bauen. Und ich würde sagen, wir bauen das auf der Basis der Corion 2 Kapsel, aber jetzt müssen wir vorher was anderes ausprobieren. Und zwar, wir müssen 14,2 Tonnen, also nee, 14 Tonnen, 13, irgendwas Tonnen insgesamt irgendwo hinbewegen. So, dafür brauchen wir mit großer Wahrscheinlichkeit ein bisschen Sprit. Ja, ihr werdet gleich sehen, was das hier wird. Das wird eine kurze technische Erhebung und ein Antrieb. Ich würde jetzt mal den Pudel nehmen. Pudel? Ja, den Pudel. Genau, weil der eben eine hohe ISP hat, also eine hohe Effektivität. Ich glaube momentan tatsächlich mit 350 unser mit Abstand effektivstes Triebwerk. Also wir haben das hier mit 345 noch, aber ganz ehrlich, wir wollten ja gerne noch in diesem Jahrhundert irgendwann kommen. Also die Jet Engine ist natürlich auch sehr effizient, funktioniert halt leider im Weltall nicht. Also ein Pudel drunter. So, und das Teil hat jetzt so 6400 Delta V. Also als Antriebsstufe funktioniert das schon mal ganz hervorragend. Jetzt müssen wir da aber ein bisschen Gewicht drauf packen. Und zwar 14 Tonnen knapp.
So, das Ding hat 18 Tonnen. Ach, wir nehmen das jetzt einfach mal. Kann's auch sein, das hat dann 9 Tonnen. Wir nehmen das einfach mit 18 Tonnen, dann haben wir ein bisschen Safe-Toleranz drin. So, wenn wir das draufpacken, ändert sich natürlich erstmal nichts, aber wir können das ja zumachen. So, jetzt ist es quasi nur träge Nutzlast. Das ist jetzt nur mal das simulierte Gewicht der Station. Dann haben wir immer noch 2900 Delta V. Wir hatten gesagt, so 1500 sollten locker reichen. Das ist eh schon mehr Gewicht, also wird das hier locker reichen als Antriebsstufe. So, mit diesem Wissen, don't save, nehmen wir uns jetzt mal die Corine 2 zur Brust und bauen die um. Genau, das war nämlich die Wissenschaftsvariante mit der unsäglichen Falcon-Stufe drunter, mit der ich mich so schwer tue. Also es ist nicht der Fehler der Falcon-Stufe, nehme ich ganz stark an, sondern meiner. So, jetzt lass mich mal überlegen. Wir können ein paar Sachen wegbauen. Das brauchen wir nicht. Strom und Fressi brauchen wir auf jeden Fall, aber viel weniger. Erstmal Gewicht reduzieren. So, jetzt kommt das Spannende. Das da ist eigentlich gar nicht schlecht. Aber eigentlich wollen wir diese Experimente. Was ist denn da drin? Solarpartikelkollektor. Haben wir die auch als Nicht-Dings-Module? Ja, ne? Habe ich die nur als diese blöden Module gekauft? Nee. Orbital Teleskop, sehr schön. Und da ist er, der Solarpartikelkollektor. Okay, 14.000, das können wir uns mal leisten. Wir brauchen unbedingt mehr Science, das heißt, wir kaufen den mal in echt dann noch. Gut, heißt jetzt aber, wir können uns hier den ganzen. Nee, das war nicht der Plan. Huch. So, wir können uns hier den Solarpartikelkollektor sparen. Das Orbital Teleskop auch. Monoprop Tank lasse ich mal dran. Pressmat weg. Science Junior weg. Wir könnten aber eigentlich auch einfach. Wartet mal. Wartet mal, wartet mal. Oben. Don't save. Wir können ja was ganz anderes machen. Wir nehmen die Corine zweimal so, wie sie ist. Machen wir was ganz anderes. Noch habe ich das Ding ja nicht gekauft. Wir nehmen und behalten diesen Kranz tatsächlich. So, der Kram hier unten kann weg. Aber wir bauen ihn anders auf. So, jetzt nochmal. Also, das weg, das weg, das weg. Zack. Fallschirm über alles soweit okay an der Kapsel. Und jetzt bauen wir den Kram hier ab. Den nehmen wir da raus. Hitzeschild kommt wieder ran. Zack. So. Und jetzt bauen wir hier oben, jetzt lass mich mal überlegen, als nächstes das Triebwerk drauf. Zack, dann können wir das nachher abkoppeln. Die Shroud können wir mal disablen, die macht uns nachher sonst nämlich nur Probleme. Und dann hatten wir gesagt, wir brauchen zwei von den fetten Fuel Tanks. Und weil es da gut dazwischen passt, packen wir jetzt hier das Ding rein. Dann ändern wir gleich noch was dran, weil ich würde gleich noch ein paar Sachen austauschen. Huch, war es ein bisschen zu weit oben, ne? Na gut. So, ich hoffe, wir kriegen so viel Last überhaupt in den Orbit hoch. So, das ist dann quasi unsere Dingsbums, unsere Dingsbums, ja, sag schon. Unsere Stufe. Ist das dann so fest? Hallo? Fühlt sich falsch an, irgendwie. Wir können das ja auch anders machen. So, kommt. Jetzt hauen wir mal die 280 Kerbal Funds hier raus. Zack. So, dann können wir das abdocken, das Ding. So, sicherheitshalber bauen wir da schon mal ein paar Streben ran. Einfach nur, damit wir wissen, dass nichts Schlimmes passiert und uns das nicht wegwobbelt. So, damit haben wir unser Hütchen oben drauf. Und jetzt gucken wir mal. Wir haben hier die Photovoltaik-Panels, das können wir uns sparen. Und damit auch diese leere Science Bay. Photovoltaik-Panels weg und die leere Science Bay. So, Solarpartikel, Orbital Teleskop, Monoprop-Tank ist wahrscheinlich, wie gesagt, nicht falsch. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Mystery Goo. Wir nehmen das mal nämlich mit, weil dann können wir es ins Labor reinpacken.
Das Ding soll ja eine richtige Station werden. Mystery Goo Orbital Teleskop haben wir schon. Press Mark Too Hot ist, glaube ich, schon drin. Science Junior, Mystery Goo hatte ich auch schon. Ja, cool. Dann können wir hier tatsächlich Monopropellant dran knacken. Jetzt muss ich nur mal gucken. Fuel Tanks, ist das hier irgendwo? Wo sind denn die Monopropellant-Tanks? Ich habe die lange nicht mehr benutzt. Hier, ne? Ne. Hä? Water Tank? Foodbag? Mono. Ich könnte natürlich einfach das Ding klonen. Zack, zack, zack. So, also einmal mit der Alt-Taste geklont. So, damit haben wir unser Tüdeldings. Da packen wir jetzt noch aus. Wir sollten es unbedingt nicht vergessen gründen. Die Strompanels ran. Die ich ja eigentlich das letzte Mal anbauen wollte und leider versenkt habe. So, ich sag mal grob, dann sind sie nicht ganz hinten. So. Zack. Und dann gibt es hier noch Kontrolldüsen, weil wenn wir schon Monopropellant mitnehmen, dann sollten wir auch Düsen mitnehmen, mit denen wir was anfangen können. So. Worst Nutzlastverteilung ever. Aber ich hoffe mal, dass das hält und funktioniert. Machen wir hier einmal ein paar Streben ran. Wie Sie sehen, hat es nicht funktioniert. Nochmal. Wie Sie sehen, hat das auch nicht funktioniert. Probieren wir es aus der anderen Richtung. So. So, so sollte das halbwegs stabil sein. So, jetzt haben wir natürlich die schlechte Nachricht dabei, dass das alles tote Last. Das wird uns nichts bringen und wir haben jetzt noch gigantische 900 Delta V. Damit kommen wir zur Station, wenn wir im Orbit sind, aber sonst halt nicht mehr allzu weit. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier mal eine ordentlich fette Unterstufe konzipieren und wir haben dafür noch ein paar Teile frei. Okay, ach, wir können ja hier schon bauen, wie die Großen. Das ist alles gut. So, ich glaube, das könnte heute der große Tag des Main Sales werden. Mal gucken. Zip, 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 zip. So. Und, ach, den Main Sale hat man noch gar nicht, ne? Den haben wir ja noch gar nicht freigeschaltet. Dann könnte es der große Tag des Skippers werden. 0,53. Okay, so schon mal scheiße. 0,62. Okay, das ist nicht so wild, wenn wir vorher ein bisschen hochkommen. Das heißt, wir brauchen mehr Skipper. So irgendwie. Und dann machen wir uns die hier ran. Und dann bauen wir uns da noch die drunter. Zack. Einfach nur, weil die gut aussehen. Und nicht ganz so groß sind. Und bauen uns nochmal 4 Skipper ran. Die Skipper haben auch Vectoring, ja. So, dann sind wir schon mal 1,16. Sehr schön. Und wir haben schon sagenhafte 3700 Delta V. Das ist natürlich noch nicht so viel wie gedacht. Wie kriegen wir. Ne, andersrum, oder? Genau, andersrum. So, nach so. So. Damit können wir dann erstmal das Fuel verteilen. So, jetzt haben wir aber unser Problem noch nicht gelöst, dass das Ding so nicht genug Delta Vs mitbringt. Engines. Beziehungsweise nicht genug. Wie heißen die anderen Dinge? Ja, Delta Vs, genau. War doch richtig, was ich gesagt habe. Okay, wir müssen das ein bisschen verlängern. Ein bisschen mehr Bums in die Sache bringen. Zack. Zack. So. 4600 Delta V. Aber natürlich keine gute Trust-Weight-Ratio. Aber dafür gibt es ja Lösungen. Wir könnten ja zum Beispiel die Teile daran bauen. Langsam wird's. So, und jetzt 0,97 Delta V. Könnt natürlich mehr von diesen Teilen ranbauen. Zack. Oh, die wird teuer, du.
Die wird teuer. So. Was so fliegt. Das ist ein bisschen ungleichmäßig, ne? 1,11 Delta V. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein gutes Konzept ist. Schleppen halt echt viel Todlast hoch, ne? Können wir noch irgendwo Gewicht sparen? Lasst mich nachdenken. Nicht wirklich. Wir können natürlich weniger Sprit in die Minmus-Station packen, aber das wäre mir ein bisschen zu gefährlich. So, jetzt lass mich überlegen. 4500 Delta V reicht eigentlich locker flockig aus, um in Orbit zu kommen. So, wir pumpen erstmal die Außentanks leer. Dann pumpen wir den Mitteltank leer. Okay, jetzt müssen wir nochmal hoch. Das wollte ich nicht. Jetzt machen wir nochmal so eine theoretische Annahme, dass wir das nicht tun würden. Ja gut, aber das bringt uns auch nichts. Ne. Die Fatz einfach nur an die Mitte ranfriemeln macht das Ding ja auch nicht schneller. Oder besser. Zack, so. Also die sind dran. Das war jetzt ein bisschen tief irgendwie. Ja, ein bisschen hoch. Jo. Gut, dann haben wir das. Dann machen wir da noch ein paar Flügelchen ran. Für etwas erweiterte Kontrolle. So. Sieht doch gar nicht schlecht aus. So, und wir nennen das jetzt mal Minmus Station Antrieb. Gut. Alle Antriebe an. Achso, ja, vielleicht sollte ich einfach mal den mittleren Antrieb noch mitzünden, oder? Der geht wahrscheinlich gar nicht an gerade. Nee, geht er nicht. So, dann sind wir bei 1,3 Delta V. Trust-Weight-Ratio am Anfang. Dann schieben wir uns hoch. Dann sprengen wir die Dinger ab, weil die leer sind. Haben dann noch die mittlere Stufe. Die hat auch ein bisschen Gimbal. Ja, das müsste eigentlich funktionieren. Dann haben wir hier auch RCS nachher, um das Docking-Manöver zu machen. Und wir haben genug Science mit, um rumzutüdeln. So, theoretisch sollte das reichen. Also wir haben ja die Tanks jetzt hier oben gesperrt. Das heißt, das geht nicht mit in die Delta-V-Berechnung ein. Muss eigentlich funktionieren, sagt die Theorie. Also falls das Ding fliegt, das ist das Hauptproblem. Ich packe da jetzt mal noch so ein paar Struts ran. Einfach nur, um sicher zu gehen. Zack. Und zack, dass ihr um Himmels Willen nichts ins Wobbeln gerät. Und dann brauchen wir natürlich noch so eine kleine Starthilfe. Die machen wir am besten mal so, da stören wir uns nirgendwo mit den Antrieben. Gut. Jetzt schieben wir das Ding so weit wie möglich nach oben. So. Gut, dann sparen wir uns schon mal 3 Meter auf dem Weg zur Station. Irgendwas nicht bedacht. Wir haben das Essen zurückgeschraubt auf genug für 33 Tage. Das reicht locker. Können wir eigentlich sogar noch ein bisschen weiter runter gehen. Gibt uns auch noch mal ein paar Delta Vs zusätzlich. Komm, 13 Tage. Naja, wir wollen nicht zu geizig sein. Vielleicht müssen wir ja eine Orbit drehen, wenn wir uns nicht treffen. So, Solarpanels nochmal checken. Hatte ich die schon angebaut? Kann man jetzt natürlich hervorragend sehen. Ja, die sind dran. Okay, es ist alles verstrebt. Eigentlich spricht nichts dagegen, es zu versuchen. Wir müssen jetzt nur noch eine Crew zusammenstellen. Jebediah fliegt das heute mal. Und wir nehmen uns 2 Scientists mit in die Station. Und zwar ist es der Kühnu, weil er schon die Erfahrung hat. Und dann würde ich sagen, der Freedom Kerman, ihr werdet dann die Besatzung für die Minmus-Station, um dort Forschung zu betreiben. Denn irgendjemand muss die Forschung ja machen. So.
Gut, ich glaube, ich packe mir diesmal mal auch, ohne es zu vergessen, einen Kerbal Engineer mit dran, wenn ich ihn finde. Wo ist er? Kerbal Engineer? Kerbal Engineer? Irgendwo ist der Kerbal Engineer. Ach, der ist bei Science mit drin, glaube ich, ne? Ja. Ein Kerbal Engineer, so, weil die Rakete kostet eh schon Schweine viel Geld. Da macht es das jetzt auch nicht mehr fett. Zack. So. Der Minmus Station Antrieb ist quasi einsatzbereit. Jetzt checken wir nochmal das Staging. Also alles an. Das sieht gut aus. Dann abtrennen der Teile. Sieht auch gut aus. Dann kommt hier der nächste Antrieb. Jawohl. Und den ganzen anderen Scheiß müssen wir hoffentlich nicht machen. Das packen wir mal alles oben in eine Gruppe rein. Wenn wir da angekommen sind, sollten wir dringend aufhören zu stagen, weil es ab da echt ungesund wird. Gut, ich würde sagen, wir testen mal, ob wir das in den Orbit bekommen. Und zwar in der nächsten Folge. Cliffhanger! Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und damit dem Montag. Mein Name ist Robert und tschüss.